Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich euch erzählt, dass ich jetzt erstmal ein paar Wochen, sagen wir mal, aussetzen werde und keine Videos großartig posten werde. Zwei Videos sind ja zwischendrin dann ja noch gekommen, weil ich dann ja mal am Wochenende zu Hause war. Jetzt war ich 2 Wochen dann am Stück komplett in Saarbrücken, hatte vorher dann noch mal eine Wochenendheimfahrt und jetzt bin ich seit gestern wieder zu Hause. Wer mir bei Instagram folgt, der hat schon hier und da ein paar kleine Einblicke gesehen. Für die, die nicht bei Instagram sind oder auch nicht bei Facebook sind, für euch habe ich jetzt hier diesen kleinen Zusammenschnitt gemacht, damit ihr mal so ein bisschen sehen könnt, was ich dort gemacht habe, wie es dort aussah in Saarbrücken. Und dann versuche ich euch mal zwischendrin irgendwie nochmal ein bisschen was beizupulen. Na, viel Spaß mit dem neuen Video. Einen schönen guten Tag aus Saarbrücken. So, wir sind hier in der Messehalle. Ihr seht, ich bin in Uniform. Dort hinten seht ihr seht ihr die erste Spur der Teststraße, wo die Abstriche gemacht werden. Wir sind im Testbetrieb. Festigung der Abläufe und so weiter und so fort, bevor es dann nächste Woche richtig losgeht. Und wir testen jetzt alle die Kleidung. Ihr seht, ich bin so ein bisschen am Glühen und Schwitzen. Es ist tüchtig warm und ich werde nachher auch den Vollschutzanzug anziehen dürfen. Da hinten seht ihr jemanden in dem Vollschutzanzug rumlaufen, damit wir sind komplett geschützt. Und ich bin hier mit Schutzmaske und Handschuhen ausgerüstet. Ich warte darauf, dass der erste Trupp gleich kommt und werde dem beim Auskleiden helfen. Und weil die Anzüge, die kriegst du alleine nicht aus. Ja, und es ist viel Programm. Ne? Es wird viel zu tun. Es wird richtig viel zu tun sein, das steht fest. Wie gesagt, jetzt sind wir im Testbetrieb. 70 bis 100 Fahrzeuge oder 70 bis 100 Probanden ungefähr sollen heute kommen. Mal schauen. Es ist tüchtig warm und es ist in den Anzügen, es ist richtig warm, weil die sind nicht atmungsaktiv. Aber wir werden es überstehen. Wir haben eine gut gemischte Truppe von aktiven Soldaten und von Reservisten. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir da sehr erfolgreich diese Maßnahme durchführen können. Bin auf jeden Fall sehr guter Dinge. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem leicht bewölkten Montag aus Saarbrücken. Ihr seht, ich bin wieder in Uniform. Sagen wir den Fokus ein bisschen anders stellen. Da hinten seht ihr, die Verkehrsführung hat sich schon ein bisschen geändert. Es hat sich gewaltig was getan. Letzten Freitag sind hier noch Markierungen in der Halle aufgebracht worden, damit die Leute auch wissen, wo sie hin müssen. Die kriegen vorne am Container, kriegen sie eine Bahn zugewiesen, eine Lane, wo sie dann drauf zugreifen können. So, 1, 2, 3 und die vierte ist hier vorne. Wir werden gleich um 9 Uhr starten. In den Testbetrieb, in den Beprobungsbetrieb. Also Testbetrieb heißt, dass wir halt die Leute testen werden. Ne? Es ist soweit, es steht alles soweit. Markierungen sind alle da, die Zelte sind fertig. Wir sind fertig, wir sind mit allem ausgerüstet, was wir brauchen, damit wir arbeiten können. Und das ist richtig gut. Wir sind bestens vorbereitet, bestens geschult, bestens eingewiesen. Und wir können die Leute dann entsprechend dann schnell beproben. Das geht hier im Minutentakt durch. Also für heute Vormittag ist schon was um 300 Leute haben sich angemeldet. Also wir werden heute Vormittag genug zu tun haben. Heute Nachmittag auch. Und dann geht das hier im Minutentakt, gehen hier dann die Fahrzeuge durch. Und ich zeige euch einmal kurz, wie es im Zelt aussieht. Jetzt ist ja noch keiner da. Hier werden dann die Beprobungen stattfinden. Die Leute kommen mit dem Auto angefahren, bleiben in Höhe des Zeltes stehen und kriegen dann das Probenstäbchen dann in den Rachen und in die Nase reingeschoben, um dann letztendlich dann die Testung dann zu vollziehen. Das geht relativ schnell, das geht relativ zügig. Ist ein bisschen unangenehm, aber es lässt sich aushalten. Es hat sich letzte Woche niemand darüber beschwert. Und das ist schon was sehr Positives. Ja, alles in allem eine sehr gute Aktion. Wir sind immer noch die Truppe gemischt aus Reservisten und aktiven Soldaten. Und wir sind alle freiwillig hier und wir machen es gerne, wir machen es für euch, damit alle gesund bleiben, damit vielleicht noch mehr Erkenntnisse über dieses Virus erlangt werden können. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was da am Ende dabei rauskommt. Ich bin auf jeden Fall sehr guter Dinge, dass das hier alles sehr gut verlaufen wird. Da könnt ihr sehen, hinter mir, da hinten ist das Ausfahrtsschild, die Leute fahren da hinten wieder raus. Kann nichts bei passieren. Ja. So. Dort hinten in dem Zelt bereiten wir uns vor. Daneben ist unser Sanitätszelt, wenn von uns jemanden was geschieht, dass er einen Kreislaufkollaps kriegt oder was auch immer, dann können wir dort die Erstversorgung machen. Ja,
Doch, das wird gut. So, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir haben, wie gesagt, eine Menge zu tun, aber wir freuen uns drauf und das wird gut. Und dann gucken wir einfach mal, wenn es dann irgendwas Neues gibt oder wenn was Spannendes passiert, halte ich euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bei diesem Drive-In gibt es weder Pommes noch Burger, sondern Corona-Tests. Reiserückkehrer, Lehrer und Pflegekräfte können sich hier kostenlos testen lassen. Alle anderen zahlen 90 Euro. Der Andrang ist groß. Samstag aus den Niederlanden zurückgekommen und da war sehr viel los gewesen, was wir eigentlich nicht erwartet hatten. Und da wollten wir darauf sicher gehen und deshalb lassen wir uns testen. Wir sind eigentlich ganz entspannt. Also wir waren in Spanien an der Costa Brava, da war auf dem Campingplatz. Und da wurde so viel Rücksicht genommen, die Sicherheitsvorkehrungen waren wesentlich höher, als es hier war. Es ist einfach prophylaktisch, war am Wolfgangsee und einfach zum Schutz des Umfelds. Ich hoffe, dass die Testung schnell durchgeführt wird und das Ergebnis natürlich dementsprechend auch bald kommt. Und dann weiterhin Vorsicht. Die Kapazitäten wurden heute komplett ausgeschöpft. Allein bis zum Mittag waren es laut Gesundheitsministerium mehr als 600 Tests. Gerechnet habe man mit 200. Ministerin Bachmann appelliert vor allem an Lehrkräfte, sich vor Schulbeginn testen zu lassen, weil es heute so voll war, am besten mit Terminreservierung. Dienstrad 2.0, getestet vom Pressefeldwebel. Er ist der Onkel, der dafür zuständig ist, dass alles das, was ich euch zeige, dass es auch abgesegnet ist. Ne? Das ist der Herr Robertus und er sichtet quasi alles, was ich euch zeige. Auch das hier, nicht wahr? Das können wir hiermit freigeben. So, und er testet hier die Roller noch ein bisschen aus. Die werden hier von den Maltesern überwiegend genutzt und das funktioniert sehr gut. Ja, wir sind jetzt an Tag 8, so quasi. Wir sind jetzt eine Woche im Vollbetrieb und es ist gestern war es richtig, richtig tüchtig warm und gestern war es wirklich kurz vor Schmerzgrenze. Aber ja, jetzt gerade ist es relativ ruhig. Wir hatten gerade noch Besuch vom Ministerpräsidenten des Landes Saarland. Ja, und wir harren der Dinge. Ich werde um 13 Uhr wieder in den Vollschussanzug steigen und dann, ja, es wird schön, es wird gut. Einen schönen guten Morgen aus Saarbrücken. Es ist Donnerstag. Ich habe heute überraschenderweise meinen letzten Tag. Das ist wegen administrativer Dinge, ist das alles ein bisschen verkürzt. Jetzt ist es so, wie es ist. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Jetzt können wir uns aber selber natürlich auch testen lassen. Mein Kamerad Alex, mit dem ich hier zusammenarbeite, der darf gleich den Abstrich an mir durchführen. Ich habe meine Unterlagen schon zusammen, Ticket, Laborzettel. Und so einen kleinen Fragebogen und alles ausgefüllt. Und er wird jetzt gleich die Testung an mir durchführen und ja, mal gucken, ob ich das dann gut überstehe. So, der Alex, der macht jetzt gerade die Papiere fertig. Das ist eigentlich mein Job. Aber ausnahmsweise macht er das jetzt. Ich ziehe jetzt meine Maske runter. Und dann mal schauen, wie ich mich schlagen werde. Einmal in den Backen, einmal in die Nase. Genau. Einmal hinten durch. Einmal. Zweimal. Wenn es gar nicht gehen sollte, einfach die Hand heben. Du hörst ja eh nicht auf. Und ich bin hinten. Mach jetzt ein bisschen länger und bin draußen. Das war's schon. Cool. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. Ja. Es kitzelt ein bisschen in der Nase. Der Rachen ist gar nicht so unangenehm, das in der Nase. Man denkt sich auch so, nee, aber es ist durchaus erträglich. Ja, das ist keine 20 Sekunden. Damit bin ich jetzt getestet. Ergebnis abwarten. Das dauert ein paar Tage, bis das Ergebnis kommt. Aber zumindest sind wir dann so ziemlich auf der sicheren Seite, sagen wir mal so.
So, und jetzt gehen wir noch in die Nachbereitung. Alex darf sich jetzt ausziehen lassen. Und Dankeschön, hast du sehr gut gemacht. Und ja, und dann sehen wir uns dann woanders wieder. So, liebe Leute, mein Einsatz hier in Saarbrücken ist jetzt beendet für heute. Noch nicht ganz. Wir haben einen Durchlauf, haben wir nachher nochmal, aber dann heute ist dann mein letzter Tag. Morgen früh reise ich wieder Richtung Heimat am Freitag. Der Oberstleutnant Birkenbach ist hier Verbindungsoffizier für die zivil-militärische Zusammenarbeit. Er hat auch immer ein wachsames Auge über mich und über meine Beiträge. Neben dem Kameraden Rupertus, nicht Rupert, und ist sehr begeistert darüber, auch über eure Kommentare, über das sehr, sehr positive Feedback. Und wir bekommen sehr viel positives Feedback. Sehr viel, jawohl. Auch von den Leuten, die hier sind, sehr oft aus dem Auto raus. Vielen Dank für euren Einsatz, vielen Dank, dass ihr da seid. Und auch an euch jetzt gerichtet, vielen Dank für euer sehr, sehr positives Feedback zu meinem Einsatz, zu dem Einsatz von den Kameraden hier, die hier noch weiter dienen. Das geht noch mindestens bis Ende des Jahres, dass hier getestet wird, und es kommen immer wieder aktive Soldaten und Reservisten immer wieder nach. Das geht hier reihum. Und ja, die Wespen ärgern uns hier immer noch ein bisschen, obwohl sie sind schon stark weniger geworden. Deswegen nicht wundern, wenn wir hier zwischendurch mal ein bisschen rumfuchteln. Ja, wie gesagt, für mich geht es jetzt zurück Richtung Heimat. Ich hatte hier eine schöne Zeit. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder die Uniform anzuziehen. Und vielen Dank für die schöne Betreuung, für die tolle Unterbringung, die wir hier hatten. Jawohl. Wir sind bestens versorgt worden, und dafür hat der Herr Oberstleutnant auch gesorgt, dass wir hier alle gut versorgt sind und dass keiner irgendwie an irgendetwas mangeln musste, sagen wir mal so, nicht? So, ich danke euch fürs Einschalten. Vielen Dank für euer Feedback, hatte ich schon gesagt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder in Zivil, in Ostfriesland, in Westersander, in meiner Werkstatt. Bis dahin, macht's gut, euer Onkel Jan. Jawohl. Und der Oberstleutnant Birkenbach. Und die Faust, jawohl. Und tschüss, war eine schöne Zeit. Ja, und jetzt beginnt eine neue Woche. Ich habe jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt halt schon zurück bin. Weil wir halt in der Zeit unfassbar viele Überstunden angehäuft haben, und die müssen wir halt in Freizeit abbauen. Das ist der ganz einfache Trick dahinter. Ja, schön wieder in der Werkstatt zu sein. Hallo, es ist dunkel. Es zieht gerade wieder das nächste Gewitter auf. Wir haben gestern Abend, also jetzt von der Nacht von Sonntag auf Montag, haben wir kräftiges Gewitter gehabt, und jetzt kommt gerade von, ich habe gerade bei Lightning Maps geguckt, kommt vom Süden her, jetzt hängt gerade noch über der Autobahn, über der A28, also quasi da, von da kommt hier ein kräftiges Gewitter aufgezogen. Mal schauen, wie viel davon hier noch ankommt. Lass uns überraschen. Ja, ich bin wieder zurück. Ich will mich jetzt an den Anhänger machen, da muss jetzt die Bremsen endlich gemacht kriegen, damit ich den dann wieder zur Hauptuntersuchung vorstellen kann, damit ich damit dann auch wieder arbeiten kann, nicht? Und es ist ja eine Menge liegen geblieben. Am Trecker soll es auch weitergehen. Das ist neue Geräte sind gekommen und so weiter und so fort. Also ich habe noch, also ihr seht, da steht natürlich auch noch ein bisschen was, was ihr gerne sehen wollt, was ihr gezeigt bekommen wollt. Aber erstmal muss er raus. Das ist das Allerwichtigste. Das mache ich diese Woche. Vielleicht schaffe ich das heute sogar noch. Muss ich mal gucken. Ja, es wird nicht langweilig. Wie gesagt, ihr habt es in den vorangegangenen Szenen gesehen, es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit für mich dort in Saarbrücken. Es war schön, die Uniform mal wieder anzuhaben. Es war schön, in diesem Kameradschaftsverhältnis zu arbeiten. Das war sehr toll. Es war schön, mit den ganzen Zivilangestellten dort zu arbeiten, mit den Leuten von den Maltesern, die ein unfassbar gutes Catering gemacht haben. Also wir sind da echt vom Feinsten, also was heißt, ich will jetzt nicht sagen vom Feinsten, aber doch, wir sind satt geworden, wir sind gesund ernährt worden, das war alles frisch zubereitet, das war alles lecker, das war richtig, richtig toll. Unterbringung im Hotel, 500, 800 Meter entfernt ungefähr, war auch super. Ja, das war alles in allem, es war wieder eine sehr, sehr schöne Erfahrung, und vielleicht war es jetzt auch nicht der letzte Reservisteneinsatz für mich. Das kann sein, vielleicht nächstes Jahr, wenn das verlängert wird, vielleicht fahre ich dann Januar, Februar nochmal hin, müssen wir mal gucken. Dieses Jahr definitiv nicht mehr. Mal schauen. Das muss man natürlich auch gucken, wie das alles passt. Ja, Testungen sind, ich warte derzeit immer noch auf mein Ergebnis, das sollte jetzt aber morgen oder übermorgen sollte das irgendwann kommen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es ein negatives Testergebnis sein wird, also dass ich mich nicht angesteckt habe. Wäre es ein positives Ergebnis, dann hätte ich innerhalb von 48 Stunden schon ein Ergebnis bekommen, ne? Das, die Labore da, die für das Testzentrum Saarbrücken arbeiten, die sind da sehr zuverlässig und sehr schnell, also das funktioniert.
Ja, also, so viel dazu. Hier einmal kräftig durchlüften, weil hier steht die Luft gerade so ein bisschen drin. Einmal Tore aufreißen und dann kann ich wieder so ein bisschen loslegen. Und dann danke ich euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich habe es in den vorangegangenen Szenen schon gesagt. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Onkel Jan. Tschüss.